herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um Noahs 4. Monats-Update und ich wollte euch ein bisschen erzählen, wie es mir geht. Einige haben auch Fragen hinterlassen, die ich jetzt gerne beantworten würde. Jasmin Tastelen schrieb einmal, kannst du nicht mal seine Spielsachen zeigen, die er so hat? Das kann ich gerne machen. Also innerhalb des letzten Monats haben wir verschiedene Spielsachen ausprobiert. Zwar nicht allzu viele, weil ich das nicht möchte. Ich möchte eher so ein paar auserwählte Spielsachen haben, mit denen er dann anfängt zu spielen. Und zwar ist sein allerliebstes Spielzeug momentan der Motorikball von DM. Das ist einfach nur so ein Strandball von Baby Love, steht hier, den man dann aufblasen kann und mit so einem Strand mitnehmen kann oder eben mit so einem Seil anbringen und dann auf das Mobili hängen. Und das liebt er. Denn diese Idee habe ich von unserem PKIP-Kurs. Dort machen wir ganz viele verschiedene Spiele und es ist auch immer inspirierend zu sehen, was es da für Spiele gibt, die man mit wenig Geld besorgen kann. Er liebt seinen Ball unter dem Mobili am liebsten. Oder in der Früh lege ich ihn einfach mal in sein Babybett und dann spielt er ein wenig mal mit dem Ball, so circa 30 bis 40 Minuten ist er damit beschäftigt, bis er dann wieder müde ist und dann gehen wir nochmal zusammen schlafen. Das ist eigentlich so morgens unsere Routine. Er hat unheimlich viel Spaß daran, kann sich sehr, sehr lange damit beschäftigen, mit Händen und Füßen sieht man echt, was er da mit dem Ball machen möchte und quiekt auch fröhlich vor sich her und sehr tolles Spielzeug, was ich nur jedem empfehlen kann. So, wir haben dann auch nochmal diesen Ball, das ist der O-Ball, den gibt es überall zu kaufen, den kann man so zusammenfalten und die Kinder können ihn super easy greifen. Am besten, man bringt da auch nochmal so eine Schnur an oder eben einen Clipper, so dass man das an den Kinderwagen ranheften kann oder eben an die Klamotten des Kindes, damit der Ball nicht andauernd runterrollt und dreckig wird. Das ist auch so ein Spielzeug, was er am liebsten, was er sehr gerne mag. Der drückt das dann gerne an sich heran so, und zerquetscht ein bisschen seine Narbe und will das am liebsten kauen und beißen. Ist auf jeden Fall eine gute Anschaffung und er ist sehr gut damit beschäftigt. Wir haben von unseren Freunden einen Greifling geschenkt bekommen. Den mag er auch sehr gerne. Vor allem im Flugzeug habe ich ihn damit sehr gut ablenken können. Wenn ich so rumraschel und er daran greifen kann und an diesem Rettungsring kann er rumkauen. Das ist alles aus Holz. Muss ich mal gucken, wenn er das in den Mund nimmt, dass er das nicht aufkaut oder so. Als nächstes haben wir hier die Sophila Giraffe in zweifacher Version. Wir haben einmal so ein größeres Modell gekauft und ein kleineres, was er sehr gut greifen kann. Und das ist auch fürs Zahnen sehr gut, weil es hier so verschiedene Nupsis hat. Hier so gestrichelt und hier gepunktet und hier auch, sodass er darauf rumkauen kann, bis er müde wird. Also das haben wir seit kurzem. Er ist noch nicht so ganz begeistert davon, aber ich merke natürlich auch, dass er jetzt alles in den Mund nehmen möchte und genau deswegen habe ich ihm das geholt, damit er darauf rumkauen kann. So, kommen wir jetzt mal zu seinem Schlafverhalten, denn da hat sich einiges getan. Also ich hatte ja in irgendeinem Vlog mal gesagt, oh mein Gott, er wacht immer um 6 Uhr morgens auf und trinkt so viel in der Nacht, dass ich kaum Schlaf bekomme. Das hat sich jetzt mittlerweile Gott sei Dank geändert. Es ist natürlich auf den Schub zurückzuführen, dass er mehr Hunger hat und dadurch auch mehr trinken möchte und die Milchproduktion damit anregt. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Es hat schon so 2 Wochen oder 3 Wochen gedauert. Sagen wir mal 2 Wochen. Und mittlerweile ist das so, dass er um 19 oder bis 21 Uhr, sagen wir mal 19, 20 Uhr schlafen geht und da wirklich wegnockt. Das ist so seine Zeit. Und dann habe ich mal ausprobiert, dass ich ihn einfach so hinlege ins Bett, also nachdem er getrunken hat, beide Brüste natürlich, in verschiedenen Zeitabständen und dann habe ich ihn hingelegt und kurz am Kopf gestreichelt, das mag er sehr gerne und dann eben gute Nacht gesagt und dann bin ich aus dem Zimmer gegangen, habe das Licht ausgemacht, dann höre ich ihn einfach nur so rumbabbeln, ich weiß nicht, 15, 20 Minuten und dann auf einmal still und dann gucke ich, ist er eingeschlafen? Ist er eingeschlafen? Ist das krass?
Also das war das erste Mal, wo wir es probiert haben und es hat sofort funktioniert. Beim zweiten, dritten Mal natürlich mit Geschrei, aber dann sind wir immer wieder zurückgegangen. Wir möchten unbedingt vermeiden, dass er schreiend einschläft, deswegen sind wir dann zurückgegangen und haben ihn am Kopf gestreichelt und dann war wieder gut und dann ist er auch irgendwann eingeschlafen. Ich muss mal gucken, dass wir das mal so hinbekommen, dass er dann auch von alleine einschläft, aber es ist momentan ganz okay so. Wenigstens schläft er dann nicht mehr an der Brust ein, weil da hatte die Ärztin schon gesagt, oh, sie müssen das so ein bisschen so gestalten, dass der Papa das auch machen kann. Also die Brust geben kann der Papa natürlich nicht. Deswegen haben wir das jetzt mal so ausprobiert und werden das weiterhin so versuchen. Wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt, wie zum Beispiel, wenn es um das Thema Gute-Nacht-Ritual oder Schlafritual, schreibt es mir immer gerne in die Kommentare. Das würde mich auch sehr gerne interessieren. Es ist mich immer ganz gut zu wissen, wie es andere machen. Er schläft die Nacht natürlich nicht durch, das ist klar. Es ist immer noch so, dass er alle 2 bis 3 Stunden aufwacht. Das ist meistens nochmal so um 23 Uhr der Fall. Um 1 oder 2, um 4 oder 5. Und dann ist er manchmal um 6 Uhr schon wach. Aber dann kriege ich ihn auch noch zum Schlafen, indem er nochmal was trinkt. Und wenn er aufwacht, dann hat er ganz große Kulleraugen und guckt uns dann ganz fröhlich grinsend an. Das ist immer ganz schön mit anzusehen, weil man dann auch mit einem Lächeln den Tag beginnt und aufwacht. Und dann ist das so, dass er morgens beim Papa im Gesicht rumspielt, wie so eine Katze am Kratzbaum. Und dann nutze ich die Zeit, um nochmal schön eine halbe Stunde zu schlafen. Ja, und dann um 8 stehen wir dann auf und alle sind wach. Aber zur Morgenroutine kommen wir in einem anderen Video. Ich wollte noch ein bisschen von mir erzählen, wie es mir jetzt in den letzten 4 Monaten ergangen ist, nach der Schwangerschaft oder nach der Geburt. Und zwar hat sich jetzt was an der Haut getan. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt oder auch irgendwie hat. Ich habe es ja in einem Vlog schon angesprochen, dass ich so trockene Hautstellen habe und ich weiß, woher das kommt, vielleicht eine Allergie oder so. Es juckt ganz doll und es sind dann halt rote Stellen, je nachdem, was ich gegessen habe, im Haar, am Hals, Gesicht und teilweise auch an den Händen, was ich vorher nicht hatte. Ich hatte nie ein Hautproblem, auch nicht in der Schwangerschaft und jetzt habe ich leider Gottes irgendwie so Hautirritation. Dann kennt das wahrscheinlich auch jede Frau, die ein Kind bekommen hat oder die stillt, meine Haare fallen aus und zwar richtig doll. Wenn ich jetzt hier durchgehe, habe ich gleich ein Büschel in der Hand. Ich habe gelesen, Zink soll helfen, da wollte ich auch nochmal mit dem Arzt drüber sprechen. Vielleicht werde ich mir mal so Zinkpräparate holen. Dadurch geht das nicht ganz weg, aber es soll wohl helfen. Also wie gesagt, wenn ihr noch Tipps habt, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich über hilfreiche Tipps und Tricks. So, und Noah schläft gerade, deswegen kann ich euch ihn jetzt nicht zeigen. Aber ihr kennt ihn ja aus meinen Wochenvlogs. Schaut doch da auch gerne vorbei. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann hier geht's zu den nächsten Videos. Viel Spaß damit. Tschüss.